So, hallo zu einem neuen Tutorial in Ark. Und zwar möchte ich euch heute mal das Kochen erklären in Ark, wie das Ganze funktioniert. Und als erstes möchte ich mit euch mal ein Dino-Kibbel herstellen. Das ist dann praktisch ein Futtermittel für Dinos, mit denen ihr sehr schnell Dinos tamen könnt. Ich werde mit euch jetzt mal einen Dodo-Kibbel herstellen. Dazu benötigen wir etwas Fleisch. Das Fleisch müssen wir natürlich erstmal kochen. Mit rohem Fleisch funktioniert es nämlich nicht. So, dann hauen wir hier mal den Ofen an. Was wir dann noch brauchen für einen Dino-Kibbel ist natürlich das entsprechende Ei. Ich werde jetzt hier mal ein paar Dodo-Eier dafür benutzen. Und wir brauchen natürlich noch was, nämlich hier ein bisschen Karotten. Die brauchen wir auch noch. So. Das Ganze müssen wir in den Cooking Pot geben, der ab Level 10 verfügbar ist. So. Da haben wir das Ganze rein. Was wir natürlich brauchen, ist Holz oder Thatch oder Sparkle Powder, damit wir hier mit kochen können. Was wir auch noch brauchen, ist Wasser. Dazu einfach Lederbeutel, Wassergefäß oder diese militärische Trinkflasche. Funktioniert alles. Das geben wir natürlich auch hier in den Cooking Pot mal rein. Müsst ihr nicht irgendwie ausschütten oder so, das funktioniert dann alles von alleine. So, dann gucken wir mal, hier haben wir schon drei Fleisch. Die nehmen wir uns auch gleich mal und rein in den Cooking Pot. Und dann geht es einmal ans Kochen. Jedes Dino-Kibbel hat natürlich ein bisschen was anderes. Jetzt bin ich gerade ins Feuer gelaufen, ich Idiot. Jedes Dino-Kibbel hat natürlich andere Rezepte, die man dort machen muss. Heißt also, dass man dort schon ein bisschen aufpassen muss. Man kann sich die verschiedenen Rezepte ganz einfach aus dem Internet besorgen, wenn man keine Lust hat, selber darum zu experimentieren. So, selber müssen wir natürlich auch noch was futtern. So, hier einmal für uns auch noch ein schönes Steak. So, dann gucken wir mal. Was wir noch brauchen, ist natürlich Fiber. Muss auch noch mit rein. Und was wir noch brauchen, um einen Dino-Kibbel herzustellen, sind Mayo-Beeren. Da nehmen wir uns auch einfach mal ein paar. Die genaue Anzahl weiß ich jetzt auch nicht. Gibt auch nur sehr wenig Rezepte im Internet, die das wirklich mit Stückzahl haargenau machen. Auf jeden Fall das, was ihr immer braucht, sind Mayo-Beeren und Fiber. Ohne die funktioniert gar nichts. So, packen wir einfach mal komplett voll hier. Dann heißt es natürlich etwas warten. Und dann kann man sich so ein Dino-Kibbel herstellen. Und ich werde euch dann aber auch noch andere Sachen zeigen, die man natürlich hierfür dann verwenden kann. Und wie man das Ganze macht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall alles drin, was wir brauchen. Also für jedes Rezept braucht man schon mal Fiber, die Mayo-Beeren und eben, ganz einfach gesagt, Wasser und Fiber. Das ist immer das, was ihr braucht. Das andere kann dann variieren. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier schon ein Kibbel Dodo-Egg. Und da wir 5 Eier haben, können wir da auch 5 draus gewinnen. 5 so Kibbel-Eggs. Ja, ist eigentlich nicht besonders schwer.
sich sowas herzustellen. Das Problem ist bloß, ich glaube, man kann kein Rezept für die Dino-Kibbles so finden. Sondern das muss man wirklich ein bisschen durchrum experimentieren, rausfinden, wie das alles geht. Aber wie gesagt, es gibt jede Menge User, die das eben schon rausgefunden haben und ihre Erfahrungen dazu im Internet teilen. Und ihr seht auch, die Dino-Kibbles halten nicht so lange wie die normalen Eier. Aber jetzt habt ihr das schon mal gesehen. Das heißt, ich kann hier erstmal wieder das Feuerchen ausmachen. Ich hole mal mein Wasser wieder raus. Und das, was ich sonst noch so alles für mich gebrauchen kann. Und dann lege ich mir das gleich in den Kühlschrank, weil da hält sich das Ganze etwas länger. So. Ab in meinen wunderschönen Kühlschrank, der übrigens arschteuer ist zu bauen. So, im Kühlschrank hält dann so ein Kibble-Eck 299 Tage. Das heißt, da könnt ihr euch ruhig was auf Vorrat machen, wenn ihr einen Kühlschrank besitzen solltet. So, das Fiber brauche ich dann auch nicht für das nächste, was ich euch zeigen möchte. Aber wir werden da wieder Wasser benötigen. Und zwar möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie man Farbe herstellt. So. Dann holen wir uns das Wasser wieder raus. Farbe herstellen verbraucht nämlich sehr viel Wasser. So, wir haben jetzt hier noch Meobären drin. Und wir legen jetzt einfach Wasser dazu. Farbe herstellen ist noch eins der einfachsten Sachen. Und zünden das Ganze wieder an. Und nach ein paar Sekunden sollten wir dann schon die erste Farbe haben. So, hier war da noch Fleisch drin. Ja, eins ist noch drin, das lassen wir noch durchbrutzeln. So, gucken wir mal hier. Ihr könnt natürlich auch andere Beeren verwenden. Ich kann das mal hier zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal die ganzen Tinto-Beeren raus. Das ergibt dann nämlich auch Farbe. So, rein damit. Wichtigste ist halt beim Farbeherstellen immer Wasser. Ohne Wasser läuft da so gut wie gar nichts. Und man muss halt etwas Geduld haben. So. Okay. Ich besorge in der Zeit, wo hier die Farbe kocht, schon mal etwas für unser nächstes Rezept. Und zwar brauche ich dafür dann hier diese Narkotiks. Aber erstmal machen wir die Farbe. Mal gucken, haben wir jetzt schon was? Noch nicht. So. Dauert halt ein bisschen. Aber ich kann euch in der Zeit schon mal zeigen, hier, wir haben hier ein Rezept gefunden für die Medical Brew. Und da steht ja eigentlich schon da, 2 Hände voll Tintoberry, 1,5 Narkotik, bisschen Wasser und einmal im Kochtopf kochen. Und jetzt haben wir hier Red Coloring. Ist also die rote Farbe. Und wir werden jetzt gleich weitermachen, indem wir das hier verwenden. Dazu einmal die Narkotiks in den Kochtopf. Und Wasser haben wir drin. Tinto Berries haben wir auch genug. So, okay, dann lassen wir das Ganze mal kochen und dann sollte eine Medical Brew rauskommen. So. Das Ganze dauert natürlich auch ein bisschen wie im echten Leben. Unser Fleisch sollte jetzt eigentlich fertig sein.
ist es auch. Okay. Und für die Farbe könnt ihr eben verschiedenste Rezepte anwenden. Also am einfachsten sind die Farben mit Beeren. Man kann sich allerdings auch noch Farben mit Kohle und Sparkle Powder und alles Mögliche zusammenfertigen. Am einfachsten tut man sich da auch, wenn man da eben einfach dann sich die Rezepte aus dem Internet holt. Und ich zeige euch einmal, wie das Färben funktioniert. Ihr klickt einfach die Farbe an in eurem Inventar und zieht das auf den Gegenstand. Jetzt habt ihr hier die verschiedenen Regionen, die ihr anmalen könnt. Ich mache jetzt mal meine Spitzhacke rot für euch. Jetzt habe ich das Ganze angepinselt. Ich hole einmal die Spitzhacke kurz in das Kurzslot-Auswahlmenü. Und jetzt haben wir eine rote Hacke. Und wie gesagt, ihr könnt euch jede Menge verschiedene Farben herstellen. Und hier haben wir jetzt zweimal die Medical Brew hergestellt. Funktioniert also auch ganz einfach. Ihr müsst bloß diese Rezepte finden. Diese Rezepte könnt ihr teilweise in größeren Dinos finden, wie dem Spinosaurus, den T-Rex oder natürlich, wer sich dran traut, Alpha Raptoren, Kanos und was es sonst noch so als Alphas gibt. Und ein Nebenerzeugnis ist halt immer, wenn man die Medical Brew kocht, dass man dann hier eben auch die Farbe bekommt. Somit habe ich euch einmal kurz gezeigt, wie man also zum größten Teil kocht. Und zu den ganzen gekochten Sachen ist noch was zu sagen. Die haben natürlich auch ein Ablaufdatum, wie ihr seht. Ihr könnt sowas dann natürlich auch haltbarer machen, indem ihr das einfach in den Kühlschrank gebt. Weil aus einem Tag und 12 Stunden sind jetzt 8 Tage 4 Stunden geworden. So ein Kühlschrank bringt euch also enorm weiter bei solchen Sachen. Ich hoffe, dass euch auch dieses Tutorial gefallen hat und bis zum nächsten Mal.